Pfeifen, Freunde. Ich wollte mich doch jetzt mal nach sehr langer Zeit melden, aufgrund dessen auch, dass Jürgen mir also gesagt hat, dass ihr ihm so viel geschrieben habt und mir so viele liebe Grüße übermittelt habt, die er mir auch weitergereicht hat. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und das sehe ich mich auch verpflichtet, das ein bisschen zurückzugeben. Ich grüße euch auch alle und bin also so ganz froh, dass ihr mich nicht vergessen habt. Und ja, ich mache sonst nicht so viele Pfeifenvideos, weil ich nicht immer so viel zu erzählen habe zum Thema Pfeife. Und es ist natürlich auch so, Corona hat manchmal auch was Gutes. Man tut Dinge, die man sonst eigentlich nicht tut oder für die man keine Zeit hat. Ich habe angefangen, Briefe zu schreiben zum Beispiel. Und natürlich auch nehme ich mir jetzt gerne die Zeit, mal mich zu bedanken für die ganz lieben Grüße, die ich von euch bekommen habe. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Anlässlich, also dazu motiviert zu dem Video, hat mich auch ein Beitrag vom Genießerphilosoph, Hallo Paul. Ich finde das also ganz toll, dieses Video, was du reingesetzt hast. Das ist natürlich ein brandaktuelles Thema und du hast ja echt super Gedanken dazu gemacht und das hat mich natürlich total angefixt, selbst mal ein bisschen zu gucken, weil natürlich auch ich als Frau ein paar Kommentare schon bekommen habe. Also nicht hier in der Pfeifen-Community, um Gottes Willen, da gar nicht, aber so außerhalb, ne, das habe ich, glaube ich, mal in einem Video erzählt. Ich habe also bei Peter Heinrichs in Niederaußen bei irgendeinem Fest eine Zigarre geraucht und da kam schon ein blöder Kommentar und ich habe einmal bei Facebook ein Foto reingesetzt, wo ich Pfeife rauche und oh, da habe ich also, jetzt würden die Frauen auch noch die letzte Männerdomäne ergreifen und dem Mann ja gar nichts mehr lassen und so weiter. Also ich habe das nur belächelt. Das geht an mir so vorbei. Ich habe übrigens auch noch keine Pfeifenbilder in der bekommen von dem, was der Paul da erzählt. Also sowas ist mir auch noch nicht passiert. Gott sei Dank muss auch nicht, ja. Und ich habe mich da mal hingesetzt und habe ein bisschen was recherchiert zu diesem Thema. Wie ist das eigentlich? Warum ist das Thema so, dass Frauen und Pfeifen, dass das halt so ein bisschen ein berüchtigtes Thema ist? Und das war eben nicht immer so. Das ist das Interessante. Und dazu habe ich mir mal ein bisschen was aufgeschrieben. Also es wurde mal eine Moorleiche gefunden, die Danica-Frau, so hat man die betitelt. Und sie ist eine Moorleiche aus dem 17. Jahrhundert. Und die wurde 1942 in schwedischen Hochmooren, jetzt entschuldige ich mich schon für die Aussprache, ob ich das richtig ausspreche, Rüdesmossen wurde die gefunden. Ja, und sie hatte eben bei sich einen Lederbeutel und in diesem Lederbeutel war Münzen aus der Zeit, zwei Glasperlen und ein Feuerstein, eine Dose Tabak und eine tönerne Pfeife dabei. Und es ist so, diese Frau hat sich jetzt nicht einfach im Moor verlaufen und ist dann da eben umgekommen, sondern diese Menschen wurden, in Schweden war das, sie wurden da im Moor beerdigt, wenn sie Mörder oder Selbstmörder, also wenn da irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Und die wurden dann eben nicht normal am Friedhof beerdigt, sondern dann eben halt in dem Moor. Und dann hat man halt gesagt, ja, die war Pfeifenraucherin und das ist ja was Anrüchiges. Und deswegen, weil die sowas eben Besonderes war, wurde sie da im Moor beerdigt. Und da hat der Finder dieser Leiche, das war der Jordan Goodman, dann gesagt, nee, nee, also so könnt ihr euch das nicht vorstellen. Im 17. Jahrhundert war das völlig normal, dass Frauen auch geraucht haben. Ja, und bloß weil ihr das jetzt 1942 so denkt, könnt ihr nicht sagen, dass die Frau damals eben schlecht war. Also der hat das direkt mal richtig gestellt. Wie ihr seht, ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ne? Also er sah das sehr problematisch, dass man jetzt so eine Äußerung macht, die eigentlich für die Zeit, in der die Frau dort so beerdigt wurde, nicht zutrifft. Die Frau hatte übrigens auch wohl rote Haare. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Und
Also das Pfeiferrauchen, das kam so nach dem 30-jährigen Krieg. Da wurde das nämlich sehr beguckt, was machen die da? Die haben ja die Pfeifen gebracht, die Soldaten. Und da war das Pfeiferrauchen, wurde da sehr beliebt, und zwar bei Jung und Alt und Mann und Frau. Also das spielte so keine Rolle. Sogar in der Medizin wurde gesagt, ja, das Rauchen in Maßen natürlich, und das sage ich jetzt, das hat man früher gesagt, das ist für heute keine Ahnung, ich bin kein Arzt, sagt man, in Maßen ist es sogar gesund, täglich eine Pfeife zu rauchen. Das würde, also das wird empfohlen für Jung, Alt, Mann, Frau, weil das das Herz stärken soll und es hilft bei Menstruationsproblemen. Ja, und das haben ja Männer nicht, ne? Das ist ja wohl eher eine Frauensache, und das zeigt eben auch, dass das auch bei Frauen sehr beliebt war zu rauchen. Und wir wissen auch, dass Kaiserin Sissi, Elisabeth, die hatte also auch Pfeife geraucht, sogar wie ein Schlot, sagt man, hat sie geraucht, konnte also auch sehr schöne Ringe blasen. Und hier die Madame Pompadour zum Beispiel, ja, hatte 300 Pfeifen, die gehörten ihr, das war also ihr Besitz. Und im Rokoko war es dann so, das war jetzt für mich auch ganz neu, im Rokoko war es so, da wurde der Schnupftabak sehr populär, und es gab dann also sehr schöne Porzellandosen für Schnupftabak, und den haben also nicht nur die Männer geschnupft, sondern auch die Damen. Das war mir also neu, ja, also Frauen haben auch Schnupftabak geschnupft. Ja, man hat ja auch früher nicht so sehr vom Pfeiferauchen gesprochen, sondern wie nannte sich das, Jürgen, wie nannte sich das? Pfeifen, nicht Pfeifen rauchen, sondern Trinken, ne? Saugen. trinken und schmauchen. So, jetzt habe ich das Wort. Pfeifen, So. saufen, hat man auch Ja, gesagt. Pfeife saufen, ich weiß nicht. Ne? Genauso in der Richtung. Also ihr wisst, der Jürgen, habt ihr jetzt mitbekommen, der ist auch im Hintergrund da. Ja. Und was kann man noch dazu sagen? Also damals war das Pfeiferauchen bei den Frauen also noch sehr in Ordnung. Da hat man eigentlich so gar nichts dazu gesagt. Und dann kam halt auch die Zeit der Industrialisierung. Und da war die Frau ja eher so etwas, so ein Püppchen, das da irgendwo stehen sollte. Und sie hatte nur dafür da zu sein, dem Mann ein schönes Haus zu bereiten, eine schöne Wohnung, schöne Atmosphäre und Kinder betreuen. Und also sie hatte so keine Aufgaben, wirkliche Aufgaben mehr. Sie wurde auch eher so für das Dummchen gehalten. Und die Herren sind dann in die Raucherräume gegangen und haben dann da eben Pfeife und auch Zigarre geraucht. Und die Frau war da ziemlich außen vor. Und das war unter anderem zum Beispiel, wurde dann das Rauchen eher als anrüchig betrachtet. Also eine Frau hat nicht zu rauchen, sag mal so. Und der Prosper Mérimée hat ja die Carmen geschrieben. Und da ist das halt auch schon so. Die Carmen raucht, ne? Und das war ja eine ganz böse Frau. Die war ja Zigeunerin und eine Diebin. Und sie hat also dem rechtschaffenden Soldaten Don José den Kopf verdreht. Und also da wurde das Rauchen eher mit Anrüchigkeit in Verbindung gebracht, ja. Und also dass rauchende Frauen, ja, sogar, sie sind, wie ich habe es hier mal aufgeschrieben, unangepasst, erotisch. Oder gefährlich oder beides zusammen, also oder alles drei zusammen, ja. Und ich habe hier auch was, das habe ich mir ausgeschrieben, das ist aus einem Berliner Magazin aus dem Jahre, also aus den 1840er Jahre, da steht, und ich lese das vor, sonst glaubt mir das ja keiner, ne? Viele dieser Miniatur-George Sands, da sage ich gleich was zu, verschmähten schon jetzt die Zigarre nicht. Neulich kam es sogar vor, dass eine elegante Dame
mit einen Herrn mit brennender Zigarre auf offener Straße anhielt, um dass er also ihre auch damit anzündet. Alles höchst köstliche Aussichten. Wie lange wird's noch dauern? So legen Sie Hosen an, treiben die Männer mit der Reitpeitsche in die Küche und säugen ihre Kinder zu. Der Jürgen lacht schon im Hintergrund. Also den brauche ich nicht mit der Reitpeitsche in die Küche, die jeder freiwillig, ne? So. Kleinigkeit für Emanzipierte. Ein öffentliches Damenkaffeehaus wird auch schon eingerichtet. Dort sollen sie zugleich Debatten über das Verhältnis der Frau losgelassen, dabei Zigarren geraucht und die neuesten Journale gelesen, genug ein Herrenleben geführt haben. Geführt führen. Wie sich die Berliner Ehemänner freuen werden, wenn sie ihre liebenden Weiber mit brennender Zigarre an die klopfende Brust drücken. Auf jeden Fall. Pfui, Teufel. So, das stand also da in diesem Journal. Ich sage auch gleich was zu diesem George Sands Miniatur. Es wird also belächelt, da muss man sich was bei denken. Also George Sands ist eigentlich, dahinter steckt eine Frau, dessen Name genauso, jetzt muss ich mal gucken, Anantine Aurore Lucile Dupinde de Francil. Also ich hoffe, man kann mich da korrigieren. Sie wurde nämlich geboren 1804 in Paris und sie war Schriftstellerin und hat sich aber ein männliches Pseudonym zugelegt. Und außerdem war sie dafür bekannt, dass sie Männerkleidung trug und Pfeife rauchte und auch Zigarren. Und sie sprach sich gegen die Institution der Ehe aus und schrieb Romane über das Verschmelzen der sozialen Klassen. Und man sieht an diesem Zeitungsartikel, dass auch das sehr belächelt wurde, ne? Also Miniatur George Sands, damit ist also das gemeint. Und dann war es so, nach dem Ersten Weltkrieg, dann kamen ja die Zigaretten auf. Und da war es dann für die Frauen sehr schick, Zigarette zu rauchen, ja. Und im Nationalsozialismus wurde das wieder etwas zurückgenommen. Dann hieß es ja, also deutsche Frauen rauchen nicht, ja. Und da hat man das, also da gab es ja auch so Zuteilungen, wer was bekam. Und da kamen Männer ab 18 Jahre, bekamen eine gewisse Menge Zigaretten zugeteilt, Frauen erst ab, jetzt muss ich gucken, 25 bis 55 und deutlich weniger, also wenn nicht die Hälfte nur das, was die Männer bekommen haben. Und das war da eben sehr verpönt, das Rauchen wieder. Und was ich aber gut fand, war, dass im ländlichen Raum sich das Pfeiferrauchen aber erhalten hat. Also da habe ich hier einen Bericht aus der Eifel. Ja, nahezu in allen Orten der Eifel sind Frauen bekannt, die liebend gerne Tonpfeife rauchten oder diese Hänschen, so nannte man die dann, gegen Entgelt für andere eingeraucht haben. Ja, weil die schmeckt ja am Anfang nicht so gut und dann haben die ein bisschen vorgeraucht gegen Geld. Das ist auch eine interessante Sache. Und dann konnten die anderen die weiter rauchen. Also dieses Anrüchige, das ist eben aus dieser Zeit, aus der Industrialisierung. Und deswegen, wenn du sagst, ja, die Männer bekommen das von ihrem Vater oder von ihrem Großvater beigebracht, ist ja klar, das ist ja auch genau die Zeit davor, ja, das wäre dann wieder anders gewesen. Aber weil das eben für Frauen das war ein Tabuthema ist, da durfte nicht sein. Und du hast recht, und ich fühle mich also wirklich platt. Es ist unheimlich schwierig, was im Internet dazu zu finden. Entweder wird vom Rauchen allgemein gesprochen oder eben halt, wie das tatsächlich ist, eben eher anrüchig. Und also das Pfeiferrauchen hat sich also spätestens jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch für Frauen etabliert.
und die Tabakkonzerne und Pfeifenhersteller bemühen sich jetzt schon auch Frauen vor die Linse zu bekommen. Aber trotzdem, nach wie vor muss ich sagen, wenn ich die Bilder dann so sehe, und dann ist das immer etwas Anrüchiges. Also eine rauchende Frau, meistens sind es ja natürlich außerordentlich hübsche Frauen, sind dann doch, also es hat so einen Touch, ne, der Anrüchigkeit, ja, also für die Emanzipation. Aber wie gesagt, es ist eigentlich Quatsch, weil Frauen schon immer da geraucht haben, seit es Pfeifen gibt. Es wurde halt nur irgendwann von den Männern nicht mehr geduldet. Ne? Das ist übrigens auch der Grund, diese Zeit, warum die Emanzipation so stark sich durchgesetzt hat, als dann diese Rollenverteilung war, dass die Frau so gar nichts mehr zu kamellen hatte. Ja, ich will da nicht so jetzt groß weiter drauf eingehen, aber aus diesem unnatürlichen Verhältnis heraus hat sich auch eine unnatürlich, muss ich jetzt als Frau sagen, unnatürliche Emanzipation auch entwickelt. Aber da will ich gar nicht so weit ausholen. Wir sind übrigens auch eben sehr emanzipiert, weil ich habe hier mal auch, damit ich beim Thema bleibe, eine Pfeife und einen sehr leckeren Tabak. Ich komme mal eben zum Tabak. Das ist also Peter Heinrichs 137. Das ist also, ich muss mal gerade gucken, ob man das so sehen kann. So, ja. Also das ist ein loser Tabak, kein Flake. Der Jürgen raucht ja immer so Flakes. Und der riecht also, oh, das ist also so nach Pflaumen und Mandeln und einfach lecker, so wie so ein Meerfrüchtebrot. Ist aber nicht aromatisiert. Er ist nicht aromatisiert. Kann ich jetzt gleich, kommt der Einwand von der Seite. Er hat mir das auch hier mal aufgeschlagen. Das ist also eine super leichte englische Mischung ohne Latakia. Bestes Virginia, Burley Oriental und ein Touch Black Cavendish garantiert ein mildes Rauchvergnügen. Und das ist so, dieser Tabak ist einfach super lecker. Achso, da habe ich auch so hier noch mal ein Tabakbild und der Jürgen hat mir dann auch schon mal die Zeit. Ach, du hast mir sogar ein bisschen vor angemacht. Das ist schön. Und dann komme ich jetzt zu meinem Stück hier, was ich hier habe. Also das ist eine Pfeife, die ich vom Jürgen zur Hochzeit bekommen habe. Wir sind all sehr emanzipiert. Und das ist also, die gefällt mir besonders gut. Natürlich hier das Weiße sieht sehr edel aus und es ist hier so ein bisschen wie eine Tulpe. Ja, das ist sehr schön. Sie ist auch ein bisschen länger, kann man also auch ein bisschen wie eine Lesepfeife benutzen. Ich rauche, ich hoffe, ich schock da jetzt keinen. Ich rauche ohne Filter, weil ich einfach die Naturtabak so schmecken möchte, wie er ist. Ich bin natürlich sehr trainiert vom Jürgen, muss ich dazu sagen, der mir also da immer Tipps gibt, wie ich die Pfeife gut zu rauchen habe. Ich würde vielleicht Filter reintun, wenn es ein stark aromatisierter Tabak wäre. Aber ich rauche, also man könnte hier einen reintun, ich tue aber keinen rein. Ja, und jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht frauentechnisch zu sehr zugelabert. Und ihr findet das Thema auch ein bisschen interessant, hoffe ich. Und ich möchte mich also nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen lieben Grüße, die ich bekommen habe. Und mal schauen, dass wir mal vielleicht wieder noch ein paar mehr Videos machen, vielleicht auch mit dem Jürgen zusammen. Das wäre vielleicht mal auch ganz spannend. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Ansonsten schreibt es einfach in den Kommentar. Und jetzt gucke ich mal hier mein lecker Pfeifchen. Also, der schmeckt wirklich ausgezeichnet. Und der Tabak ganz mild auf der Zunge auch. Und der riecht lecker und schmeckt lecker. Also, das ist so ein richtig, so ein gemütlicher, ne, für
Hier, wir haben Sonntagnachmittag, dafür ist er bestens geeignet. In diesem Sinne freue ich mich. Ich wink euch mal zu aus Kölle und freue mich, demnächst doch wieder mehr aktiv hier zu sein. So, liebe Grüße.